Hallo, liebe Puck-Freunde, wieder hier und heute mal mit ein bisschen Spice, würde ich mal sagen. Wir spielen heute Hyperliga und in der Führung mit Suicune. Oder Suicune. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es nennt. Ob Suicune, Saikun oder Suizune. Ich habe früher mal Suizune gesagt, muss ich sagen. Ja, und dazu trifft Seppli und Apokalypse. Habe ich mir jetzt während der Season beide auf, ja nicht 50 gezogen, aber auf XL rangezüchtet. So, Kampf beginnt. Gegen Ryota 46, 46, 46. So, dann wollen wir mal gucken. Nachtara sehe ich vorne die lieber. Ja, das werden lange Kämpfe. Weil Suicune ist sehr bulky. So, wichtig ist, dass ich zuerst die Attacken raushauen kann. Dass ich gleich abschwächen kann. Und was dazwischen bekomme. So, ich lass mal einen gleich durch. Ja. Das macht fast gar nichts. Und ich habe auch wieder eine dazwischen gekriegt. So, machen wir nochmal einen Blubstrahl. Wir schwächen den Gegner erst ab. Und jetzt kommt der Eisstrahl. Er sollte ein bisschen mehr machen. Aber auch nicht besonders viel. Und guck mal. Ah ne. Nicht in der Apokalyp. Leute, ich wollte nicht in den Apokalyp. Ich wollte eigentlich in Drift Zeppeli. Aber du hast wahrscheinlich Mundgeball und sehr, ne? Oh, da kommt die nächste Attacke schon. Ah, ist nicht schlimm, noch eine Mundgewalt stecke ich weg. Oh, das wird ein sehr, sehr zähes Match, Leute. Beziehungsweise, ja. Ah, du hast schon neue Attacke. Ah, ich überlebe das knapp. Das ist gut. Ja, hätte ich besser spielen können. Wundert mich, dass du keinen Strauchler hast. So, dann kommt hier der nächste Blumenstrahl. So, nix. Da ist der Gegner wieder ein paar Stufen abgesenkt. Kriege ich jetzt einmal? Ja, ne? Einmal schön mal hier. Okay, ja. Hätte ich so oder so einmal schön müssen. So, wie viel macht denn jetzt ein doppelt gesenkter? Ja, nicht mehr so viel. So, mal sehen, ob du jetzt chillst. Nein, okay. Überlebe ich den jetzt noch? Es ist ein langes, langes Match. Gehen wir jetzt auf Eisstrahl. Vielleicht hätte ich das schon vorher machen sollen, aber das hätte ich dann sonst nicht überlebt. Problem ist, kannst du jetzt runterfahren?
Oh, du hast zwei Schilde für 4 Euro. Das ist ein Problem. Ja, die erste Attacke darf ich nicht schilden. Okay, er geht gleich auf Sturzflug. Oh, hätte ich das geschildert, ne? Oh, hätte ich das geschildert, Leute. Und da kommt schon der Timer. Ja, das gewinnt dadurch, weil er mehr Leben hat. Oh, schade, nach Tara hätte ich gerne noch weggekriegt. Ja, aber gut ausgespielt. Ja, Saikun, ist nicht so gut. Leider in der Hyperliga, aber es ist annehmbar. So gegen Quaxo hab ich absolut gar nichts mit Suicune. Aber wenn du Erdbeben nicht hast, dann hast du auch nichts Wirkliches. Ja, Meteorologe macht nichts. Wir schwächen dich erstmal ab. So, wenn du Blizzard hast, das tut auch nicht weh. Gegner hat schon keinen Bock mehr. Dann kann ich wenigstens später mit Apokalypse oder Drift Zeppeli gegen das andere Vieh kämpfen. Ein Erdbeben würde ich tatsächlich gerne schilden. Genau. So. Den nächsten würde ich sogar durchlassen. Also, das nächste Erdbeben. Und ihr seht, Blubstrahl macht einfach nichts. Okay. Ja, wenn das jetzt hier Erdbeben ist, dann okay. Meteorologe bringt dir hier nichts. So, ich tanke jetzt ein paar Blubstrahle auf, beziehungsweise mindestens, na, einer reicht, denke ich mal. Oh, schade, ich wollte gerade rüber. Dann gehen wir hier rüber. Wir wissen ja, dass du nichts hast gegen Apokalyp und Zaikun. Okay, du gehst in Kampf. Ja, okay, macht Sinn. Macht Sinn. Du hast wahrscheinlich den Nachttyp oder die Laubklinge. Okay, du schildest uns nicht. Ja, ich werde auch nicht schilden. Den Nachthieb, okay. Na, das schütte ich doch mal. Irgendwann muss der Gegner ja auch schön. Bitte lass es den Steinhagel sein. Komm, geh auf Steinhagel. Nein, er geht auf Erdbeben. Schade. Dann gehen wir hier auf Blubstrahl. Einmal. Jetzt kommt hier der Eisstrahl. Und bitte schilde den nicht.
Danke. Und du schilderst hier, das ist gut. Oh, und der kommt zum Blizzard, oder? Das ist der Blizzard. Oh, er gewinnt, glaube ich. Trotzdem wieder. Ja. Ja. Weil er mehr Leben hat insgesamt. Ja. War auch wieder ganz knapp. Aber die Kämpfe ziehen sich, Leute. Ja, schade, dass Saikun, ja, kein Siedewasser oder so hat. Oh, Gottes Willen. Du hast die Schädelwumme. Aber Apokalypse ist für dich Hardcounter. Apokalypse ist für dich Hardcounter. Ja, wir lassen durch. Die Schädelwumme darf der nicht mehr. Okay, du gehst auf Surfer. Na, Eisstrahl wird doch nicht viel gegen dich machen. Na, dann wirst du wahrscheinlich Eisstrahl Surfer haben, oder? Aber gegen Lapras kann ich schlecht auf Eisstrahl, glaube ich, gehen. Ja, ihr müsst gleich mal gucken. Ich werde dich nochmal abschwächen. Also auf langer Sicht gewinnst du das wahrscheinlich, ne? So, jetzt einsetzen. Blubstrahl kommt. Jetzt gehen wir mal auf Eisstrahl. Das Gute ist, du brauchst länger zu den Attacken, ne? Ja, da kann ich auch auf Blubstrahl gehen, glaube ich. Du wirst jetzt zwei Surfer hintereinander haben wahrscheinlich, oder? Ja. Beziehungsweise, nee, du lädst mehr auf. Ich gehe auf Eisstrahl. Boah, ist das ein zähes Match. Das ist richtig zäh. Oh, ich hoffe, du hast kein Lapras hinten. Und ich habe schon vergessen, ob ich dich jetzt komplett abgeschwächt habe schon. Sehr schön. Jetzt kommt der Eisstrahl. Oh. Und ich hole mir das. Vielleicht schaffe ich noch einen Blubstrahl. Kommt drauf an, was das nächste Pokémon ist. Ein Sumpex, okay. Ja, dann schaffe ich noch einen Blubstrahl. Ein Blubberdiblub. Leider kannst du runterfahren. Ah, ich habe Apokalyp. Joa, und das ist ein Hardcounter. Ja, da würde ich den ersten tatsächlich durchlassen. Oh, du hast leider keine Gift-Sofort-Attacke. Aber ich habe hier Eisstrahl drauf, den du natürlich schildest. Den er natürlich schildert.
Ja, auf langer Sicht wird er den Kampf hier gewinnen. Und der Timer kommt einfach schon wieder, ne? Alter, was ist denn das hier? Ja, jetzt gewinnt er. Das gewinnt er, weil er geschildert hat. Ja, das hat er gewonnen, leider. Boah, alle Kämpfe Timeout und durch Timeout verloren. Boah, heftig. Oh, das gegen Lapras war aber auch echt zäh. Das war wie ein Gummischuh. Als Steak natürlich. Oh Gott, das will nein. Das wird auch ewig dauern. Das wird so ewig dauern, Leute. Ich hätte den Blubstrahl vorher einsetzen sollen. Ah, jetzt habe ich zwei hintereinander. Ich glaube, hier mache ich das jetzt so, dass ich nach Bl zweimal Blubstrahl auf Eisstrahl gehe. Aber wie die Gegner einfach auch nicht schilden, ne? Würde ich mal hier Hydro-Pumpe drauf spielen. Dann hätten sie mehr Respekt. Ah, das braucht so viel Energie, leider. Okay, ich glaube, ich muss ihn noch mehr abschwächen. Muss ihn noch mehr abschwächen. Ich will hier aber auch keine Schilde reinbuttern. So, jetzt gehen wir zur Eisstrahl. Ja, das macht nicht viel. Das macht nicht viel. Ich will hier jetzt auch kein Schild reinbuttern. Schilde will ich mir aufheben. Für die anderen beiden. Dann mach mal. Ja, ich wechsle jetzt. Werde jetzt hier schilden. Hab ja eh den Eissturm, ne? Oh, wir fahren mal ein bisschen. Ich hoffe. Hallo? Was machen Sachen? Okay, er kriegt eine Ex-Attacke durch. Ich weiß nicht, ob das so sein sollte. Ich weiß gar nichts. Server hat kurz gestreikt. Und du lässt es draufgehen. Das ist schön. Oh, warum haben alle dieses Heslon? Und er lässt durch. Okay, er geht auf Niederladung, sehr schön. Und jetzt einsetzen. Vielleicht hätte ich auch auf Spukball gehen können. Aber nee. Dann schilde ich jetzt auch.
Nur du kannst hier auf Sturzflug gehen. Der wird nichts mehr verursachen. Ey, wir gewinnen, glaube ich, jetzt mal einen Kampf. Oh, der macht doch noch ganz schön viel. Wir gehen auf Spukball. Wobei, ich glaube, wir gewinnen das doch nicht. Oh, in letzter Sekunde schafft das zum Erdbeben. Und ich glaube, wir verlieren das dennoch. Weil das. Ja, es ist im Kotzen. Ich hatte drei Pokémon. Ach Mann. In letzter Sekunde schafft das. Ärgerlich, ärgerlich. So knapp eigentlich. Joa. Hier muss ich nur vom Erdbeben Angst haben, ne? Das Match mag ich hier lieber. Und wir fühlen das Erdbeben. Hoffentlich. Ja, du wirst doch hier kaum ködern, oder? Oh, du spielst mit Schlammburger, oder? Das ist sehr gut. Dann ist Apokalypse richtig hart kontergängig. Uns Apokalypt aber richtig hart konter. Und ab jetzt gehe ich auf Eisstrahl. Schlammwogel ist jetzt nicht so brutal. Sollte ich jetzt eigentlich gut wegstecken, oder? Joa. So, dann gehen wir jetzt gemütlich auf den Eisstrahl. Oh, der böllert. Dann gehen wir jetzt gemütlich auf Lupfstrahl. Die nur nicht fehlt, ist perfekt. Okay. Nehme ich. Wumpex ist weg. Und ich habe den Eisstrahl nicht gedrückt. Oh, wie doof bin ich eigentlich? Wie doof bin ich eigentlich? Ja, das überlebe ich ganz klar nicht. Wir gehen hier rein. Drücken ganz klar auf den Eissturm. Du wirst das jetzt chillen. Boah, Trombok haut richtig hier gut Schaden raus mit der Dunkelhaut, ne? Aber er drückt den Spukball, das ist schon mal gut. Er drückt den Spukball. Und das ist der nächste Spukball. Ja, ist er. Den überlebe ich nicht. Und Nidoqueen. Aber ich glaube, das geht in Ordnung. Du musst immer auf Erdkräfte gehen. Das Problem ist Trombok. Ja, ich glaube, das verliere ich hier auch. Weil das Trombok muss ja nur auf die Samenbombe gehen. Ich glaube, du kommst eher zu den Samenbomben, ne? Oh, ist das ätzend. Ja, jetzt hast du sie nämlich. Och, Mann! Warum? Wieso? Weshalb? Ich denke immer, ich hole mir einen Sieg und dann vorbei.
Aber der erste Kampf, der nicht durch Timeout entschieden wurde, ne? Ein 0 zu 5 erstmal. Gut. Dann wollen wir ein Team nochmal probieren, ohne zu tun. Also die Geister lasse ich tatsächlich. Ja. Nehmen wir einfach Filinara in der Führung. Gift haben wir ja ganz wenig gesehen. Das war das erste Nidoqueen eigentlich, ne? Ja, okay, Slimog war noch da. Aber ansonsten. Stahl-Pokémon war eigentlich bisher nur ein Galar-Flunschlick. Geht eigentlich, was da so da war, ne? Ja. Saikun habe ich eigentlich auch nur wegen Spice gemacht und weil sich das auch jemand gewünscht hat. Der liebe Maurice. Grüße gehen raus an der Stelle. Okay, Gegner wird gerade nicht gefunden. Also die Geister finde ich gar nicht hier schlecht. Trifft Zeppeli und Apokalyp. Und das Problem ist, ja, Saikun hat nicht den Sofortattackendruck und auch nicht so den Ladeattackendruck. Das ist das Problem irgendwie. Und Blubstrahl ist eine Attacke, die nicht böllert. Ja, man senkt zwar die Attacke, den Angriff, aber das war's auch schon. Das war's Tatsache auch schon. Oh, wir finden Gegner. Die Kämpfe sollten jetzt nicht so lange gehen. Hoffe ich. Felinara gegen. Ja, und da kommt gleich der Stahl-Pokémon. Wie ich es liebe. Aber du hast Nahkampf und Schmarotzer in der Nähe, ne? Ich hoffe, ich habe die Stahlattacke abgefangen. Ich lasse einfach durch. Ich lasse einfach durch. Nein, du bist natürlich auf Schmarotzer. Schmarotzer abgefangen. Yay. Oh, dieses Vieh ist gegen das ganze Team gerade gut. Jetzt muss ich schon chillen. Und ich muss doppelt chillen. Okay, er hat eingelocht. Lass Mauzchen einfach drauf gehen. Nein, lässt er nicht. Danke. Okay, er geht auf die Attacke, das ist gut. Dann gehen wir jetzt einfach wieder auf Filinara und gut ist. Hauen hier die Mondgewalt raus. Und er lässt sie durch. Das ist die Aquahaubitze. Die sollte ich aber leben. Gehen wir hier rüber. Ja. Leben war ganz knapp. Und der hat leider schon die nächste. Ja, den ersten Kampf werden wir hier wahrscheinlich nicht gewinnen. Er hat noch ein Schild und ein volles Pokémon. Ja, und das eine heißt Trombok. Dann machen wir hier gleich Eissturm. Das Problem ist, dass Trombok
Das Trombok farmt mich jetzt runter und dann hat er den Spukball. Und ich finde witzig, dass mein Drift Zeppeli nicht mehr ausholt. Dass eine Attacke vom Gegner kommt und Drift Zeppeli. Kein Bock. Ich bin ein Zeppelin. Ich will nicht kämpfen. Ich bin ein friedlicher Zeppelin, der Kinder entführt. Ja, genau. Aber das war, glaube ich, der Spruch zu Driftlon, oder? Oder war das zu Drift Zeppeli? Weiß ich gar nicht mehr. Aber einer der beiden entführt Kinder. Ja. Ja, dann so auf netter Luftballon tun. Ja, das sind mir die richtigen. Kamerun Rengo. Sumpex. Oh, die hätte ich gerne gegen Apokolyp. Okay. Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe den Eisstrahl an Bord. Und ich werde ihn auch einsetzen. Der auch gar nicht so viel macht, wie ich dachte. Aber immerhin hast du die Flugsofortattacke. So, wie viel macht ein Schmarotzer? Zu viel. Ein Schmarotzer macht schon zu viel. Aber insgesamt sollte ich dich ja outspeeden können, ne? Ja, ich bin ja schon gleich beim nächsten. Gut, dann schilde ich einmal. Und X-Bad kommt rein. Oh, da hätte ich jetzt gerne die Psycho-Attacke. Oh, hier hätte ich gerne Psycho-Attacke. Das wäre so nice. Nein, ich habe leider. Könnte ich noch irgendwann ändern. Aber ich möchte erstmal mehr Top-Ladethemen haben. Ja, du wirst runterfahren, ne? Ja, du farmst runter. Nee, das ist mir nicht wert. Ich hab noch Zeppeli. Was ist, wenn das ein Spukball ist? Ich hoffe nicht. Doch, ja, du konntest farmen. Ah. Ja, das habe ich selber verbeutet. Ja, ich glaube, zwei Geister hinten sind gar nicht so gut. Ja, du schildest einfach nicht. Ah, du lässt mir hier farmen. Ja, aber Sumpex outspeedet mich. Das ist das Problem. Sumpex outspeedet mich. Ja, da ist schon die nächste. Sumpex steckt voller Energie. Da kam ich gar nicht mehr zum Eissturm. Leider nicht. Aber hey, ich habe die Pokémon auch erst neu hochgezogen. Ich muss erstmal lernen, wie man mit denen umgeht. Wie man mit denen am besten spielt. Ja, Eissturm ist gar nicht so gut. Ich glaube, ich werde doch auf Blubstrahl eher wechseln. Eisstrahl ist halt gegen die Pflanzen sehr effektiv, aber da kann ich auch Spukball nehmen. Da ist es zumindest neutral und macht auch Schaden. Und braucht dieselbe Energie. So, Unite under Utara. Taraungo. Na, das ist doch mal was Schöneres.
Das wird der Knirscher sein. Du hast nicht auf. Du gehst auf Nahkampf. Och Mann, Nahkampf hätte ich nicht gefürchtet. Und warum gehe ich eigentlich auf Eisstrahlen? Ja, aber klar, dass du shit ist. Ich werde hier nicht chillen. Ich hoffe, du gehst auf Samenbombe. Ja, gehst du. Perfekt. Ja, okay, du hast die nächste. Ja, du outspeedest mich sowieso. Samenbombe braucht nicht viel Energie und ja. Aber bei Drift Zimmerli brauchst du Spuckbeine. Weil hier outspeede ich dich. Und du schildest, perfekt. Und schilden wir hier mal. Und du gehst auf Samenbaum, du gehst auf den Köder. Und du hast Togekiss. Gehen wir hier auf Eissturm. Hauptsache erködert. Ja. Ich habe keine zwei Eisstürme und die nächste Dunkelklaue zerstört mich. Och Mann, ich spiele das auch gerade nicht gut. Ja, und der nächste Charme von Rambo wird mich aber vernichten. Ich kann zwar Thrombose jetzt rausnehmen, oder auch Trombock genannt. Ja, aber ich habe keinen Eissturm. War aber knapp, war doch knapp. Oh, hätte ich mal den blöden Nahkampf nicht geschildert. Ich habe aber auch nicht gerechnet, dass der Gegner auf Nahkampf geht und sich selber damit abschwächt. Ich hätte da so mit Knirscher gerechnet, um in der Hoffnung, dass da meine Verteidigung abhängt, genau. Boah, da wäre ich doch auf mein Apokalyp. Hätte ich da nicht geschildert. Und hätte dann Druck machen können gegen Thrombose, Trombock. Ja, ich möchte eigentlich einen Sieg heute noch haben. Aber so viel Griffelde sind gar nicht unterwegs, muss ich sagen. Oder auch Flunschlick. Nachtara hält sich eigentlich auch in Grenzen. Giratina hat man lange nicht mehr gesehen. Also Giratina wäre eigentlich hier lecker. So, Felinara gegen Nachtara. Oh, endlich mal ein sehr guter Lied. Sehr guter Lied für mich. Und du willst ins Mirror Match gehen, ja? Hier kann ich erstmal gemütlich auf den Eissturm gehen. Ja, das ist der Psychoschock. Hätte ich auch auf mein Filinara gebraucht. Oh, du kriegst den Attack Drop. So, eine Attacke, wenn du die Führung behalten willst, müsstest du eh stehen. Ja. Dann gehen wir jetzt auf den Spukball. Und du schildest einfach zweimal, okay. Gehen wir hier rein.
Und schieben einfach mal nicht. Genau, das war nicht viel. Ich glaube, wir fahren einfach hier runter. Ich werde. Werde ich Eisschrei einsetzen? Nein, ich setze da gar nicht ein. Okay, vier kommt. So, mal gucken, Nitro-Ladung kommt, ja. Boah, das macht ja nichts. Ja. Und ich muss leider hier runterfahren. Und du schaffst noch eine Nitro-Ladung. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Da bringt mich jetzt die Nitro-Ladung schon, ja? Nee, doch nicht. Oh, du bist schlau, du bist rüber gewechselt. Aber das hättest du so oder so gewonnen. Ach, Mann. Ja, zwei Geister im Team sind nicht gut. Ich merk's gerade. Das ist nicht ausgewogen genug. Führung habe ich eigentlich ziemlich gut gewonnen. Ja, ich hätte mir die Führung holen müssen. Die Führung hätte ich mir definitiv holen müssen. Boah, aber die Zuflucht hat aber auch echt fast nichts gemacht, ne? So. Schade, ich dachte, ich fange was ab, aber ich lasse einfach Erdbeben durch. Genau. Du bleibst sogar drin. Und fängst den Eisstrahl perfekt ab. Als ob der Gegner wusste, dass ich Eisstrahl spiele. Ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Aber Lapras hat nichts Effektives gegen den Apokalypt, ne? So, dann gehen wir jetzt hier auf den Spukball. Komm, du wirst zweimal für Surfer gehen. Ja. Leider reicht das schon aus. Oh, sehr schön. Wenn das jetzt der Gleichstand war, wäre das echt nice. Okay, ich nehme mal an, du hast einen Shit eingesetzt. Geh mal davon aus, du hast einen Shit eingesetzt und keinen dritten Shit bekommen. Ja, du fahrst runter, das ist schlau. So, dann werde ich an der Stelle auch einmal stehen. Und jetzt gehst du auf Schädelwumme. Das ist nett, weil das bringt mir extra Farm. Gehen wir mal hier auf die Mundgewalt. Okay, du fehlst hier. Dann werde ich aufstehen. Dann denke ich mal, du hast was schwach gegen Charme. Also, was.
Ah, oh, du hast schon die nächste. Ich hasse so ein Pex. So ein Pex ist so schnell zu beim Angriff. Aber ich überlebe das. Ah ja, jetzt kommt Giratina, ja? Jetzt kommt Giratina. Ah, Schattenstoß sollte ich noch übernehmen. Du bist eigentlich eher bulky. Bulky, bulky, bulky. Oh, ich überlebe sogar noch einen. Überlebst du den Spukball? Werden wir einen Sieg schaffen? Oh, Spukball überlebst du nicht, sehr schön. Ja. Komm, du hast nicht zwei Aquahobitzen. Das kannst du mir nie erzählen, dass du hier zwei hast, oder? Oh, knapp gewonnen. Knapp gewonnen. Immer nur ein 1 zu 4. Immerhin nur ein 1 zu 4. Oh, es gibt ja nur noch 900 Sternstaub, sehe ich gerade. Ja, stimmt, das ist eine neue Rotation. War ja gestern schon so. Habe ich nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Aber hey. Immerhin 1 zu 4. Aber für die Folge sollte es das auch gewesen sein. Und was macht die Kuh auf meiner Arena? Ja, für die Folge sollte es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.